Hallo und willkommen zurück zu Minecraft mit fetziger Musik. Das Terrain wird gebildet. Oh ja. Okay. Das muss ich sofort mal ändern. Peaceful Controls Inventory bitte auf F und Toggle Fog auf hier. Oh yeah. Bam. Subi. Willkommen zurück zu Minecraft in der üblichen Welt, wie wir sie kennen. Oh Gott, was habe ich denn? Das letzte Mal waren wir hier mit irgendwas beschäftigt. Frag mich nicht womit. Ich lege jetzt zuerst mal hier das Holz rein. Also wir waren ja mit Terraform beschäftigt, das weiß ich noch. Und das ist ganz gut. Ja, man sieht ja noch die Abbruchkante. Okay. Angeblich hieß es zumindest im Update-Log Laub Decay ist wieder drin. Ich würde mal sagen, wir probieren es mal aus. Ich hoffe mal, unsere Hoffnung wird nicht enttäuscht. Dann fällen wir nämlich gleich mal das Holz hier. Ich hoffe mal für das Spiel, dass der Update-Log nicht gelogen. Oh Gott, das ist ja schon großer. Okay, jetzt nicht unbedingt ein großer Baum. Ja, gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier die Bäume zusammenhängen. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das Ganze lieber an einem einzelnen Baum hier aus. So. Wenn du jetzt verschwindest, dann bin ich stolz drauf. Warte, wir machen noch das hier weg. Ich beobachte dich. Es wird Nacht. Okay, gut. Des Nächtens, was soll ich denn da jetzt machen? Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Es wird Nacht. Es wird dunkel. Okay, das sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, dass der Baum verschwindet. Okay, Leaves Decay ist doch nicht wieder drin. Schön. Schön, dass der Update-Log so zuverlässig ist. Definitiv gut. Also wirklich, ich bin stolz drauf. So. Ja. Wir machen einfach genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So. Gut. Ja, hier sind überall Grasblöcke und Wiese und es ist jetzt wieder mal saumäßig dunkel. Ja, gut. Ich sehe hier ein Schaf, wenn ich das richtig sehe. Und es ist sogar eins. Komm her, gib mir deine Wolle. Danke. Ja. Das ist definitiv echt super. Genialst. So, oh, mich juckt's im Gesicht. Das finde ich nicht gut. Das stört nämlich. So, gut. Wie war das hier jetzt eigentlich nochmal mit dem realistischen Berg?
Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird hier am Ende. So. Gut. Oder wann sind Schafe? Es sind sogar viele, viele Schafe. Da vorne war auch eins. Da vorne steht auch eins rum. Das gönnen wir uns nämlich auch noch kurz. So. So viel Zeit muss sein. Wir brauchen die Wolle noch. Und die Handwerker von nebenan sind natürlich auch wieder zu hören. Wie sollte es denn auch anders sein? Oh, da ist noch ein Schaf. Und da unten links auch noch. Davon sind auch nochmal Schafe. Ja, Wahnsinn, wie viele Schafe. Wer hat es denn jetzt wieder? Kommt her, ich brauche alle eure Wolle. Ich weiß nicht wieso, mich juckt es überall. Und falls ihr jetzt sagt, ich soll mich dann öfter duschen. Die letzte Dusche ist ungefähr, ja, 1,5 Stunden her. Und danach war ich einkaufen. Und habe unter anderem einen Rasierer gekauft. Fürs Gesicht. Ja, ja. Kann man sich bei mir gar nicht vorstellen, ne? Wobei ich mit was Bartwuchs betrifft sowieso noch ganz gut gesegnet bin. Es ist nämlich so, es reicht nicht für einen richtigen Bart. Aber man kann es auch so nicht stehen lassen. Aber es gibt Leute, die haben halt, ja, also die müssen sich halt wirklich alle 3 Tage rasieren. So ist es bei mir zum Glück nicht. Deswegen reichen auch einfache. Aber es ist trotzdem doof. Also im Vergleich zu früher, wo man noch jung war, rasieren nervt. Also wirklich. Vor allem dann stehst du so vom Spiegel und siehst ein einziges Barthaar. Denkst du so, oh je. Und das Ding ist, wenn du das versuchst auszuzupfen, erstens, bis du es triffst, vergeht schon mal Zeit. Und zweitens, wenn du es dann weg hast, siehst du mindestens 3 neue. Und da habe ich mir gesagt, es ist gleich sinnvoller, du nimmst jetzt ein Rasierapparat und rasierst es richtig. Also, was heißt hier richtig? Fängst gar nicht erst mit Zupfen an, sondern rasierst einfach. Das funktioniert und geht ungefähr 20 Mal schneller. Und das hat sich nicht als Irrglaube herausgestellt. Sagen wir mal so. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, dass ich das nicht als Irrglaube herausgestellt habe, weil, ja, es ist deutlich besser. So. Wie bin ich jetzt auf dieses... Ach ja, genau, ich war ja einkaufen. Und beim Weg vom Einkaufen nach... Also beim Hinfahren hat es schon minimal geschneit. Und jetzt beim Rückfahren hat es sogar ein bisschen heftiger geschneit. Aber ich glaube, wenn ich das letzte Mal rausgeguckt habe, hat es auch schon wieder aufgehört. Es ist Wahnsinn, dass es... Es ist ja bei mir im Moment Ende Februar, dass es tatsächlich noch einmal zumindest ein bisschen geschneit hat. Ja. Daher kann man sich ja kaum vorstellen, bei dem, was sich dieses Jahr Winter geschimpft hat. Es, ja. Schnee, was ist das? Das war doch dieses komische schwarze Zeug, was beim Vulkanausbruch rauskommt, oder? So musste man sich den Winter bei uns dieses Jahr vorstellen. Und das, obwohl ich jetzt gar nicht mal so weit weg von den Alpen wohne. Was echt eigentlich ziemlich bedauernswert ist. Vor allem, es liegt jetzt hier nicht unbedingt daran, dass es nicht kalt war. Das heißt, gut, teilweise war es auch nicht kalt. Wir hatten 15 Grad schon wieder.
Im Februar, ja, das ist warm. Vor allem für Februar. Das muss ich mir vorstellen. 20 Grad im Februar. Nicht 20, 15 waren das. Das ist schon, oh Gott, eine Höhle. Einiges. Das gab es früher wahrscheinlich wirklich nicht. Aber andererseits, teilweise ist es ja wirklich schon kalt genug, ja. Wir hatten jetzt halt die letzten 3 Tage konstant Minusgrade, aber wenn es halt zu der Zeit keinen Niederschlag gibt, was will man denn machen? Für Schnee muss es nicht nur kalt sein, es muss auch regnen. Ja gut, regnen jetzt nicht, also Feuchtigkeit halt vom Himmel kommen, was sich dann in der Luft kristallisiert und sich danach Schnee nennt. Also es ist prinzipiell ist ja jeder Regen Schnee, der einfach nur aufgetaut ist. Weil je weiter man hoch kommt, desto kälter ist es ja auch. Dementsprechend ist Regen oben eigentlich fast immer Schnee. Vorausgesetzt, es sind Staubkörner in der Luft, an die das Wasser gefrieren kann und kristallisieren kann. Was ich auch total faszinierend finde, wo wir gerade schon beim Thema Schnee sind, ist ja in den Alpen, in vielen Skigebieten, vertraut man ja dem Winter nicht mehr wirklich, dass der irgendwann mal kommt. Und deswegen hakt man da ja künstlich nach mit Schneekanonen, Schneelanzen und was es da nicht so alles gibt. Und was total lustig ist, das funktioniert ja auch bei Plusgraden, also bei unseren Luftfeuchte. Es kommt nämlich nicht nur auf die Außentemperaturen, sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit, ja. Es kann so kalt sein, wie du willst. Wenn du 100% Luftfeuchtigkeit hast, wird es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwierig zu beschneien. Dafür kannst du Hochsommer haben und keine Ahnung, 50 Grad Celsius, was jetzt nicht wirklich wenig ist. Ja, 50 Grad. Also das ist schon ordentlich warmes Badewasser. Ja, und wenn die Luft Feuchtigkeit unter 30% ist, kann man auch bei 50 Grad Celsius beschneien. Also wenn man ein interessantes Gedankenspiel, was passiert, wenn man dann quasi so eine Schneekanone in der Sahara abfeuern würde, ja? Würde mich mal total interessieren, was da dann rauskommt, weil sie eine wirklich hohe Luftfeuchtigkeit hat sie ja in der Wüste nicht. Ob man da wirklich theoretisch schon beschneien könnte. Also ich fände es mega. Allein schon um den Anblick dieser Sahara weiß zu sehen. Klar würde der Schnee ziemlich schnell wieder auftauen. Aber allein der Anblick, dass die Sahara schneebedeckt ist an manchen Stellen, das wäre es mir, glaube ich, wert. Also das wäre schon lustig anzusehen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, aber das Wasser. Ja, es stimmt schon. Also das Wasser ist sehr knapp in der Region, deswegen kann man mal drüber streiten. Aber als Forschungsprojekt wäre das schon mal interessant, was für Auswirkungen ein Schnee in der Sahara hat. Weil Schnee reflektiert ja an sich Sonnenlicht. Das muss man wissen. Deswegen ist es an Gletschern ja auch umso ratsamer, auch im hohen Winter, wenn man am Gletscher Skifahren geht, Sonnencreme zu benutzen. Einfach aus dem Grund, weil die vom Gletscher, von den Eismassen und von den Schneemassen, die drauf liegen, die reflektierte Sonnenstrahlung ist sehr hoch. Tatsächlich, ja. Das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Vor allem, wenn es dann zusätzlich man dann Feuchtigkeit im Gesicht hat, also wirklich Wasser, dann hast du noch als Wassertropfen richtige Linsen auf dem Gesicht und dadurch wird dann die Sonnenstrahlung noch mal intensiver und da kann man sich verdammt schnell einen Sonnenbrand holen. Deswegen an die Skifahrer unter euch, wenn ihr auf den Gletscher geht,
Und ist zum Beispiel so Frühlingsski, so Mai oder so. Nehmt euch Sonnencreme mit, auch mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Weil die Gefahr eines Sonnenbrandes wirklich nicht gerade gering ist, tatsächlich.